Heute ist das Thema Adobe Connect. Das heißt, es geht um das Tool, in dem wir uns hier in diesem Webinarraum auch, mit dem wir unsere Webinare einfach gestalten. Bevor ich damit loslege, würde ich gerne eine kurze Abfrage machen. Und zwar sollen Sie mir folgende Fragen beantworten, die ich jetzt einblende. Kennen Sie Adobe Connect bereits? Sie haben da mehrere Möglichkeiten. Ja, ich habe bereits eine Veranstaltung in Adobe Connect durchgeführt. Oder Sie haben teilgenommen. Oder Sie haben sich schon mal mit dem Thema Adobe Connect beschäftigt. Oder Sie kennen es noch gar nicht. Oder auch Sonstiges. Und ich würde gerne wissen, warum Sie das heutige Webinar, warum Sie sich dafür interessieren. Was haben Sie ein konkretes Projekt, was Sie machen wollen? Oder ist es einfach das Interesse? Genau, oben haben Sie nur eine Abstimmmöglichkeit und unten können Sie mehrere anklicken. So, Sie sehen auch gleich die Ergebnisse. Also, ich sehe, dass jetzt oben 6 Leute geantwortet haben. Das ist schon mal gut bei 7 Teilnehmern. Das heißt, eine Person hat noch nicht abgestimmt. Ich hoffe, vielleicht ist es Frau Pinkowski, die nichts hören kann. Das wäre eine mögliche Variante. Okay, dann in der zweiten Frage. Also da, ach, jetzt noch mal ganz kurz zu den Inhalten. Die meisten, zwei haben schon mal teilgenommen. Einer hat sich schon beschäftigt und drei kennen Adobe Connect noch gar nicht. Das heißt, es ist der erste Kontakt mit Adobe Connect. Das ist auch ganz schön, weil es ist letztendlich auch dieses Einsteiger-Webinar. Und in der zweiten Frage haben 6 Leute geantwortet, dass sie an Adobe Connect-Veranstaltungen teilnehmen möchten. Okay, und eine Person möchte auch ein Connect durchführen. Gut, dann weiß ich ein bisschen Bescheid, was Sie auch vorhaben. Das heißt, die Durchführung ist natürlich heute, haben wir uns so ein bisschen zum Ziel oder habe ich mir für dieses Webinar zum Ziel gesetzt, dass ich Sie so ein bisschen anleite, was sind die wichtigsten Schritte in Adobe Connect, dass Sie auch selbstständig das einfach ausprobieren können. Das soll so das Ziel sein. Sie werden noch kein Webinar halten können nach dieser einstündigen Einführung. Aber vielleicht haben Sie die Möglichkeit, einfach den einen oder anderen Raum sich da schon mal reinzuwählen und schon mal ein bisschen was auszuprobieren. Genau, das soll das Ziel sein. Okay, gut, dann gehe ich jetzt wieder zurück in die Präsentation und ich erkläre erstmal ein paar Begriffe. Wie ist Adobe Connect eigentlich aufgebaut? Was sehen Sie hier? Und das wichtigste Element von Adobe Connect sind Pods. Ein Pod ist ein einzelnes Fenster mit bestimmten Funktionalitäten. Zum Beispiel dieses Kamerabild kann ich, das ist ein Pod, dieses Kamerabild. Oder da, wo Kamera jetzt steht. Genauso ist ein Pod hier diese Freigabe, wo meine PowerPoints sind. Auch die Teilnahmeliste ist ein einzelner Pod. Und diese Pods kann ich ganz nach meinen Anforderungen wählen und hier auswählen und auch in der Größe verändern und einfach ja, Adobe Connect so einrichten, wie ich das brauche für meine Veranstaltung. Die wichtigsten Pods sind eigentlich, also der Chat ist einer der wichtigsten Pods, weil man hier immer Rückmeldung geben kann, selbst wenn man selber nicht sprechen kann. Also Sie können jetzt im Moment ja auch nicht sprechen, aber Sie können trotzdem Rückmeldung geben über den Chat. Deshalb haben wir eigentlich, wenn wir Webinare anbieten, immer den Chat auch da. Der Kamerapod ist natürlich auch wichtig, wenn Sie mit Videocams arbeiten wollen, mit Webcams. Dann gibt es hier diese Teilnehmerliste, die ist auch, hat auch insbesondere den Zweck, also für mich zumindest, dass ich immer sehen kann, wer spricht denn gerade. Sie sehen neben meinem Namen rechts an der Seite in dieser Teilnehmerliste ein Mikrofon, was da immer aufleuchtet. Und dieses Mikrofon, wenn das aktiv ist, dann weiß ich, meine Stimme wird übertragen. Und das sehe ich auch bei allen anderen Teilnehmern. Also wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten zu sprechen und dann sehe ich, ob es funktioniert oder auch nicht. Von daher, und ich sehe natürlich auch, wer da ist, wer teilnimmt. Und das ist natürlich auch einen wichtigen Überblick, also es ist wichtig, einen Überblick zu haben, wer eigentlich daran teilnimmt. Dann sehen Sie auch in der Teilnehmerliste die verschiedenen Rollen. Da werde ich gleich noch drauf kommen. Genau, also das sind die Pods, das sind einzelne Fenster. Sie werden das im Laufe der Veranstaltung auch sehen, wie sich das ändern kann und wie man das am besten für verschiedene Zwecke hier einrichtet, Adobe Connect. Genau, der nächste Begriff ist Layout. Und zwar haben Sie ja schon am Anfang gesehen, ich habe Sie begrüßt mit
diesem Layout. Ich zeige das nochmal kurz. Das heißt, hier sind, Sie sehen jetzt unten andere Pots wieder, hier diese kleinen Fenster, die ich hier eingerichtet habe. Und wenn ich jetzt wieder zurückspringe auf das andere Layout, dann sind die weg. Und dieses Arrangement der einzelnen Pots, das ist ein Layout. Und das kann man in Adobe Connect Session speichern und man kann hier hin und her switchen zwischen den verschiedenen Pots. Das war auch zum Beispiel eben bei der Abfrage, war auch ein anderes Layout, wo ich die Fragen vorbereitet hatte. Da haben Sie ja nur die Fragen gesehen. Also es ist ein Layout und als letzter wichtiger Begriff sind die Rollen. Sie sehen in der Teilnehmerliste, dass es drei Rollen gibt. Es gibt die Veranstalterrolle, es gibt Moderatoren, da haben wir im Moment keinen Teilnehmer, der Moderator ist. Das wird sich aber auch ändern im Laufe der Zeit. Und wir haben 7 Teilnehmer. Das könnte eigentlich ein bisschen mehr sein, aber ich bin froh, dass die da sind und dass das heute dann klappt. Wie schön, Frau Pinkowski, ich lese gerade, Sie hören auch. Sehr schön, dass das geklappt hat, super. Gut, ja, das sind also die wichtigsten Begriffe. So, jetzt komme ich nochmal zu Adobe Connect im Allgemeinen. Also Sie haben jetzt so ein bisschen die Oberfläche kennengelernt und bevor ich jetzt aber tiefer einsteige in Adobe Connect, möchte ich nochmal kurz skizzieren, wozu man Adobe Connect einsetzen kann. Das erste Szenario, was ich beschreiben möchte, ist ein Hybrid-Szenario. Also es gibt die Möglichkeit, Präsenzveranstaltung und Adobe Connect auch miteinander zu verknüpfen. Das heißt, das könnte hier eine Lehrsituation sein, in einer Lehrveranstaltung mit einer Dozentin und zugeschaltet könnte jemand sein, der gerade nicht anwesend sein kann in dieser Lehrveranstaltung. Könnte ebenfalls ein Referent sein, könnte aber auch eine Studentin sein oder ein Student, der nicht mobil ist. Genau, das gleiche Szenario für Präsenz und Online gibt es natürlich auch außerhalb der Lehre. Es muss keine Lehre sein, es kann auch ein Arbeitsgruppentreffen sein, wo einfach sich eine Arbeitsgruppe trifft und Leute, die nicht wirklich vor Ort sein können, dann zugeschaltet werden online. Also man hat hier in diesem Szenario immer eine Präsenzgruppe, die sich trifft und zugeschaltet sind es können aber auch mehrere Personen sein. Genau, das zweite Szenario ist die reine Online-Lehre. Das heißt, das ist eigentlich das, was wir jetzt machen. Und zwar habe ich als Referentin hier den Hut auf sozusagen und ich leite hier durch das Geschehen. Und Sie sind die Teilnehmenden, haben die Rolle der Teilnehmer und sind mir erstmal ausgeliefert, können im Moment noch nicht sprechen. Das habe alles ich in der Hand, um Ihnen möglichst diese Rechte auch im Laufe der Zeit mal zu geben. Also das ist die reine Online-Lehre, wo man wirklich verschiedene Rollen hat. Und man hat auch die Möglichkeit, eine Online-Arbeitsgruppe zu machen. Das wäre dann ein Szenario, wo alle gleichberechtigt sind. Also es können, genau, da komme ich gleich noch zu. Das heißt, es gibt hier keine Rollenverteilung, sondern es sollen alle gemeinsam arbeiten. Es gibt keinen, der jetzt irgendwie als Referent oder Referentin da durchführt und mit dem roten Faden arbeitet. Das sind so die Szenarien mit Adobe Connect, die man gut abbilden kann. Und um Ihnen mal ein paar Beispiele zu geben, das ist jetzt tatsächlich hier auch von der HWK, von unserer Hochschule. Da haben wir zum Beispiel das erste Szenario, wo Präsenz, eine Präsenzveranstaltung durch einen Online-Besuch ergänzt wird. Das haben wir auch in der Lehre. Da haben wir in der Fakultät S einen Professor, der sehr eng mit den USA, mit Italien und mit Russland zusammenarbeitet, wo dann seine Kollegen aus diesen Ländern über das soziale System in den jeweiligen Ländern referieren, und zwar in der Veranstaltung hier in Hildesheim vor Ort. Das ist, finde ich, ein super schönes Konstrukt auch, weil es einfach nochmal einen Mehrwert bietet, weil kein Professor aus den USA für 1,5 Stunden hier nach Deutschland reisen würde. Und das ist etwas, was man sonst nicht realisieren könnte. Dann haben wir auch schon Probevorlesungen gehabt. Das heißt, dass die Berufungsverfahren, das heißt, die Berufungskommission war in Präsenz vor Ort und der Gastdozent wurde zugeschaltet. Bewerbungsgespräche haben wir schon gehabt, also wo eben auch die Kommission zusammensaß und der Bewerber zugeschaltet wurde, aber auch, wo ein Mitglied mal von der Kommission, von der Auswahlkommission nicht vor Ort sein konnte und der dann zugeschaltet wurde. Da gibt es verschiedene
Varianten natürlich davon. Und auch, dass nicht mobile Studierende zugeschaltet wurden, die dann eben in einer sehr wichtigen Veranstaltung oder wo sie vielleicht auch ein Referat machen mussten, dass die dann zugeschaltet wurden. Auch das gibt es in Einzelfällen. Dann dieses Konstrukt, was wir jetzt haben, einer hat den Hut auf und die anderen können zuhören und mitmachen, wenn sie dafür aufgefordert werden. Das ist zum Beispiel Betreuung von Studierenden, Ersatz für ausgefallenen Präsenztermin hatten wir schon. Der Senat macht sowas, also wenn die Mitarbeitervertreter rufen manchmal zu so einem Konstrukt auf am Tag der Senatssitzung, um nochmal den Mitarbeitern um den Kollegen und Kolleginnen Rückmeldung zu geben, was ist eigentlich heute auf der Tagesordnung und auch Rückmeldung von Ihnen einzufordern. Und dieses Konstrukt ist natürlich auch das Konstrukt, was wir hier für die Webinare anwenden. Dann die Arbeitsgruppe, das habe ich jetzt mal ganz grob gegliedert in hochschulübergreifende Arbeitskreise. Wir in unserem E-Kult-Projekt, das ist ja ein Projekt, was mit 11 niedersächsischen Hochschulen, demnächst 13 und 2 Vereinen zusammenarbeitet. Wir könnten ohne dieses Produkt eigentlich gar nicht so intensiv zusammenarbeiten, wie wir das derzeit tun. Und auch hochschulintern gibt es natürlich Projektgruppen und Arbeitsgruppen und das ist auf verschiedenen Ebenen. Ich weiß, dass Frau Diene, Adobe Connect, also unsere Präsidentin, auch intensiv Adobe Connect nutzt für Arbeitsgruppen, aber die Verwaltung macht es, die Lehrenden entdecken immer mehr Adobe Connect und auch die Studierenden. Genau. So, und jetzt mal wieder etwas für Sie. Und zwar möchte ich Sie fragen, kennen Sie weitere Beispiele oder geben Sie einfach an, wofür Sie Adobe Connect einsetzen würden? Was ist für Sie am ehesten sinnvoll oder machbar? Und zwar ist hier unten ist ein Chat und nehmen Sie nicht den linken Chat, sondern den in der Mitte sozusagen, wo steht, kennen Sie weitere Beispiele, wofür möchten Sie Adobe Connect einsetzen? Geben Sie einfach kurz Rückmeldung, was Sie sich vorstellen könnten, wofür Sie Adobe Connect einsetzen würden. Bachelorbetreuung ist auch sehr schön. Genau, Gremien. Teilnahme. Genau, die HWK ist natürlich auch, Adobe Connect hat in dieser Struktur der HWK enormes Potenzial, denn die jetzt nicht von der HWK zugeschaltet sind, wir haben 3 verschiedene Standorte, nämlich in Hildesheim, Holzminden und Göttingen, und Gremien und Arbeitsgruppen sind natürlich immer über diese 3 Standorte auch verteilt. Das heißt, da ist tatsächlich auch sehr viel Potenzial für Adobe Connect. Betreuung von Erasmus-Studierenden, genau, Studierende im Ausland, auch sehr, sehr schön. Einfaches Aufzeichnen von Grundlageninfo, ohne extra Software zu installieren. Ja, das ist natürlich auch toll. Wir zeichnen ja auch in unsere Webinare auf und stellen sie dann auch bereit, allerdings auch anonymisiert. Also Sie müssen jetzt keine Angst haben, dass Ihre Namen dann auf YouTube zu lesen sind, sondern wenn wir das veröffentlichen, dann anonymisieren wir die Aufzeichnung. Das heißt, die Namen sind dann nicht zu lesen. Genau, aber es ist tatsächlich eine tolle Aufzeichnungsfunktion hier, sehr, sehr einfach. Und wenn man einfach mal Inhalte aufzeichnen möchte, ist das eine tolle, tolle Variante. Genau. Ja, herzlichen Dank für diese Rückmeldung. Ich sehe, es schreibt keiner weiter. Dann gehen wir wieder zurück. Sie sehen, ich habe das Layout wieder gewechselt. Der eine Pod, das Chat-Pod ist verschwunden. Genau. Und jetzt, was brauchen Sie, wenn Sie eine Live-Online-Veranstaltung durchführen möchten? Also Sie brauchen natürlich erstmal Anlass, das ist ganz klar. Sie brauchen irgendwie einen Zweck, Sie brauchen irgendeinen Umstand, wo irgendeine Person nicht reisen kann, nicht mobil ist und nicht an einem bestimmten Ort sein kann. Genau, oder auch mehrere natürlich. Genau, das brauchen Sie, einen Anlass. Sie brauchen die technische Ausstattung vor Ort.
Und zwar, wenn es eine Hybridveranstaltung ist, auch eine besondere Ausstattung in dem Präsenzraum, weil dann natürlich auch, wenn mehrere Studierende sprechen, ist es nochmal anders als jetzt bei mir. Ja, hier am eigenen Rechner, da habe ich hier mein Headset und meine Kamera. Und das haben Sie ja auch vielleicht, weiß ich noch nicht ganz genau, das werden wir gleich nochmal gucken. Genau, die technische Ausstattung brauchen Sie. Sie brauchen einen Zugang zu Adobe Connect, Sie brauchen einen Raum, in dem Sie sich einwählen können und Sie brauchen auch ein paar grundlegende Kenntnisse. Genau. So, zu der erforderlichen, zu dem ersten Teil, erforderliche Hard- und Software. Also eigentlich braucht man nicht viel für Adobe Connect. Manchmal gibt es Probleme mit dem Flash-Player, auch bei uns in der HWK, im Setup der Rechner ist es manchmal schwierig mit dem Internet Explorer. Da gibt es schon mal Probleme und da muss man einfach auf den Firefox umsteigen, weil der Internet Explorer mit dem Flash Player, das ist bei uns irgendwie nicht aktualisiert. Da gibt es schon mal Probleme. Das heißt, da ist der Flash Player manchmal schon ein Problem, wenn er nicht aktuell ist. Und genau. Und wenn Sie jetzt als Rolle der Teilnehmer, so wie Sie sich jetzt eingeloggt haben, brauchen Sie auch nicht zu installieren. Das Einzige ist, wenn Sie die Moderation übernehmen und Dinge vorbereiten wollen und intensiver mit Adobe Connect arbeiten möchten, dann müssen Sie ein Add-in installieren. Das geht aber in der Regel, also wir haben jetzt mit dem neuen Add-in ein paar Probleme. Es ging immer ohne die Admin-Rechte auch. Und wenn Sie da Interesse haben, das zu installieren, dann gehen Sie einfach hier auf diese, ich habe hier unten einen Link eingegeben. Test der Verbindung und Installation des Add-ins unter, wenn Sie diesen Link verfolgen, den kann ich auch nachher nochmal rumschicken oder nochmal verteilen, dann können Sie auch ohne Installationsrechte das Add-in installieren. Das ist allerdings nicht immer ganz trivial, genau. Genau, als Hardware, das ist die Software, da so muss der Rechner vorbereitet werden. Als Hardware ist Headset und Webcam absolut empfohlen. Also die Qualität wird besser, wenn Sie mit dem Headset arbeiten. Die Webcam, wenn Sie mit Video arbeiten wollen. Das Video ist nicht unbedingt notwendig, für viele Varianten natürlich dann irgendwie schon. Und es macht es ein bisschen persönlicher. Aber das ist sehr individuell unterschiedlich, wie stark jemand Video mag oder auch nicht mag. Das Headset mit dem offenen Mikrofon zu arbeiten ist immer schwierig. Also die Tonqualität ist viel besser mit dem Headset. Genau. So, und jetzt zeige ich Ihnen auch gleich mal ein Beispiel. Und zwar, was müssen Sie tun, wenn Sie eine Arbeitsgruppensitzung, oder sagen wir mal, Sie haben die Anforderung, Sie haben eine Arbeitsgruppe und die soll jetzt online ablaufen. Das heißt, da ist die Anforderung normalerweise, alle sollen sich hören und miteinander sprechen können. Dann ist die zweite Anforderung, es sind alle gleichberechtigt. Das ist so dieses dritte Szenario, was ich beschrieben habe. Ja, man ist eine Arbeitsgruppe, es hat keiner den Hut auf, jeder soll auch mal was schreiben können. Es brauchen also auch alle Schreibrechte und so weiter. Und das kann man realisieren, natürlich auch mit Adobe Connect. Und zwar brauchen Sie dann den Pod hier der Teilnehmer und Sie brauchen das Videobild, Sie brauchen einen Chat und ich würde auch dann Hinweise verwenden. Hinweise ist ein kleiner Pod, den Sie rechts unten in der Ecke sehen, wo man einfach auch schnell Text erfassen kann. Denn das ist schön zum Beispiel zum Protokoll führen. Na, wenn Sie Protokoll erfassen müssen, möchten und alle sollen das gleich verfolgen können, dann kann man das ganz prima in so einem Hinweispod machen. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Ich zeige Ihnen das mal. So, jetzt haben Sie alles verändert. Mein Bild ist plötzlich ganz groß. Das wäre zum Beispiel sowas für eine Arbeitsgruppe. Das Video spielt eine etwas größere Rolle als jetzt in dem Szenario, was ich jetzt gerade hatte, wo die PowerPoint ja auch zentral ist. Aber in so einer Arbeitsgruppe muss es nicht sein. Wir bei eCult arbeiten ganz viel genau mit diesem Szenario. Was Sie dann noch brauchen, ist, dass alle Moderatorenrechte haben. Das können Sie, also Sie sehen auch, dass die Teilnehmerliste jetzt gerade gewandert ist von rechts nach links. Ich kann Sie jetzt als Veranstalter, habe ich bestimmte Rechte und ich kann jetzt sagen, alle Teilnehmer sollen Moderatoren werden. Und das mache ich jetzt mal eben. Ich schiebe Sie jetzt alle in die Moderatorenrolle und zack, hat sich bei Ihnen auch schon was verändert, nämlich das Layout. Sie können jetzt, wenn Sie ein Headset aktiv haben, auch das nutzen und auch Ihr Videobild aktivieren. Und zwar haben Sie oben in der Leiste so ein kleines Mikrofon
Und wenn Sie da draufklicken, dann wird das Headset aktiviert. Vielleicht geben Sie mal ganz kurz in dem Chat Rückmeldung, wer ein Headset und eine Videokamera oder eine Webcam angeschlossen hat. Nur mal kurz, entweder ja, also Video ja, Headset nein. In dieser, eine Person höre ich schon. Ton und Bild, ja. Gut. Frau Kirchberg hat beides vorhanden. Okay. Okay, das ist gut, das ist noch ein Headset, wo Sie eigentlich zwei Stecker haben und Sie haben jetzt nur eins angeschlossen wahrscheinlich. Und Frau Koch hat beides nein. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Gehe noch mal eben in das andere Layout, weil ich da noch mal auch noch vorbereitet habe, wo Sie hinklicken müssen, um Ihr Bild zu aktivieren. So, ich warte noch kurz, bis ich das. So, Sie haben, wenn wir gleich wieder, oder das sehen Sie jetzt auch oben, haben Sie ein kleines Zeichen hier. Jetzt muss ich hier meinen kleinen Pfeil wiederfinden. Hier über dieses Zeichen, dieses Mikrofonzeichen. Wenn Sie da einmal draufklicken, dann wird es grün und dann sollte Ihr Mikrofon aktiviert sein, wenn Sie es eingesteckt haben. Das heißt, wenn es grün leuchtet, wird Ihr Ton übertragen oder ist erstmal Ihr Mikrofon aktiv. So, ich höre jetzt noch nicht so viele. Jetzt kommen, jetzt sehen Sie auch hier drei Mikrofone bei Frau Schreiner, bei Frau Pinkowski und bei Frau Maasberg. Da sind also diese drei Mikrofone erschienen. Das heißt, jetzt gehen wir mal ganz kurz durch, Frau Schreiner. Ja. Okay. Gut. Bei euch ist es natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil ihr zusammen in einem Raum sitzt. Es gibt manchmal Störungen, ist aber jetzt erstmal nicht weiter tragisch. Frau Pinkowski? Ja, ich bin auch dabei. Super. Das ist sehr gut. Okay, und bei den anderen sehe ich das jetzt nicht. Aber Sie wissen zumindest, wie es funktioniert. Also genau, oben das Mikrofon anschalten, bis es grün ist und dann kann man sprechen. Okay, Frau Kirchberg, meine Kollegin ist gerade in einer Videokonferenz, daher halte ich mich mit dem Mikro zurück. Okay, gut. Sie können, was sehr hilfreich ist für die Ton ist, dass man, wenn Sie jetzt nochmal draufklicken auf das Mikrofon, dann wird es einfach nur stumm geschaltet. Es wird dann durchgestrichen. Und Sie sehen jetzt schon, die meisten haben wahrscheinlich gerade den Unterschied gehört zwischen dem Ton eben mit dem Rauschen im Hintergrund und jetzt, wo die anderen Mikrofone ausgeschaltet sind, ist es einfach enorm viel ruhiger. Das heißt, wir arbeiten tatsächlich auch immer so, dass wir, wenn wir die Mikrofone aktiviert haben, dass alle, die nicht sprechen, auch das Mikrofon wieder ausschalten, weil das einfach zur Tonqualität beiträgt. Genau. Dann ist aber auch noch wichtig, dieses kleine Zeichen neben dieser kleine Pfeil neben dem Mikrofon, wenn Sie da mal draufklicken, dann haben Sie auch die Möglichkeit, ein Mikrofon auszuwählen. Da können Sie also, wenn Sie Tonprobleme haben, auch immer mal gucken, wenn Ihr Ton nicht übertragen wird, ist denn das richtige Mikrofon ausgewählt, wenn Sie denn mehrere Mikrofone auch zur Auswahl haben. Zum Beispiel das Raummikrofon oder das offene Mikrofon hat oft nicht so einen schönen Klang wie etwas, wenn Sie jetzt das Headset wählen. Genau. Gut, und das Gleiche ist auch mit der Webcam. Das können Sie jetzt auch mal tun, wer eine Webcam hat. Einfach einmal auf dieses Zeichen klicken. Sie sind Moderatoren, deshalb können Sie mir den Pfeil hier klauen, meinen grünen Pfeil. Genau. Frau Pinkowski ist schon mal da. Sehr schön. Genau, wenn man auf dieses auf das Zeichen klickt, dann sehen Sie, das ist sehr schön. Genau, und jetzt wechsle ich nochmal das Layout und gehe in diesen Arbeitsgruppenbereich. Und dann sehen Sie, dass es einfach, dass man sich jetzt natürlich besser und größer sieht und man kann jetzt auch tatsächlich gut miteinander arbeiten. Und genau, da ist schon ein Test drin. Genau, Sie sind alle Moderatoren und wir alle können jetzt in diese Hinweise etwas reinschreiben. Das heißt, wenn Sie jetzt
auch in einer Arbeitsgruppensitzung sind, da könnte jeder auch etwas zu dieser Texterstellung beitragen, zu diesen Hinweisen. Genau, man sieht auch immer, wer etwas eingibt. Also ich sehe jetzt, Michaela gibt gerade was ein. Genau. Und man kann natürlich diesen Text dann auch ja, noch formatieren, wenn man das möchte, aber das macht man meistens nicht, sondern es ist einfach nur zur Sammlung der Arbeitsgruppenergebnisse. Genau. Okay, ist vielleicht auch für eure Anwendung, Michaela und Anna, vielleicht auch ganz wichtig, wenn ihr euch da in einer Arbeitsgruppe trefft, wäre sowas vielleicht auch etwas, was für euch geeignet wäre. Der Text kann exportiert werden, ja, und zwar kann man den entweder als Notiz, als RTF speichern auf dem eigenen Rechner oder man kann ihn auch per E-Mail versenden lassen. Dann muss allerdings die E-Mail hinterlegt sein in dem System. Also man muss, da komme ich gleich noch drauf, wenn wir auf den Zugang zu Adobe Connect kommen. Man muss sozusagen bei DFN angemeldet sein und ordnungsgemäß die E-Mail hinterlegt haben, sonst weiß das System nicht, wo es dann die Notiz hin sind soll. Genau. Mhm. Okay, gut. Ja, das war jetzt so das Szenario Arbeitsgruppe. Ihr könnt ruhig auch mit der Kamera drin bleiben. Das ist vielleicht auch ganz nett, damit ihr das so ein bisschen seht, wie sich das so anfühlt. Ich kann das auch noch mal ein bisschen, wohl viel größer wird es wahrscheinlich nicht, wenn man den Pod jetzt ein bisschen größer zieht. Nee, das ist, weil es in der Breite limitiert ist. Genau. So, das war das erste Szenario. Genau. Das zweite Szenario ist zum Beispiel Nachholen eines Präsenztermins. Also das ist jetzt der Unterschied zu diesem Arbeitsgruppentreffen, was ich jetzt gerade präsentiert habe. Ist das jetzt etwas, wo tatsächlich ein Referent, eine Referentin, meinetwegen eine PowerPoint hat oder eine Veranstaltung hatte, die ist ausgefallen, weil sie meinetwegen verhindert war oder weil sie krank war. Also auch etwas aus der HWK, aus dem HWK-Umfeld, was da tatsächlich auch passiert und wo die Referentin aber gesagt hat, ich möchte unbedingt, dass ich dieses Seminar nachhole, wohne aber in Hamburg und habe nicht die Möglichkeit, nochmal schnell nach Hildesheim zu kommen, um da so eine Nachhol also dieses Seminar nachzuholen. Das heißt, die haben dann sich abends tatsächlich auch verabredet und da ist natürlich nochmal ein bisschen eine andere Anforderung als eben bei der Arbeitsgruppe, weil es natürlich eine PowerPoint gibt, die gezeigt werden kann oder auch andere Materialien. Es muss keine PowerPoint sein, aber ich habe das jetzt mal als Beispiel genommen. Und man hat natürlich hier diese Rollenverteilung, auch man ist nicht gleichberechtigt, sondern es gibt die Rollenreferent bzw. Referentin und die Teilnehmenden. Und was da ist es jetzt, wird jetzt der Freigabepot wichtig. Der kommt hinzu, also im Vergleich zu dem, was wir gerade hatten. Und der Freigabepot ist der Pot, den Sie jetzt hier in der Mitte sehen, den ich jetzt hier hin und her wackel, da, wo die PowerPoint sozusagen hochgeladen wird. Das ist, ich hatte diese Inhalte, die ich Ihnen zeige, da sehen Sie ja auch, ich kann hier durchnavigieren. Und ist also eine ganz normale PowerPoint, die ich im Vorfeld vorbereitet habe und dann hochgeladen habe. Und das zeige ich Ihnen kurz, wie das geht. Das wäre dann sozusagen ein anderes Szenario. Und da gehe ich jetzt, wechsle ich nochmal wieder das Layout und ich zeige Ihnen, genau, so, Sie sehen jetzt ein Adobe Connect in Adobe Connect. Und das heißt, außen können Sie was machen, in dem mittleren Teil, den Sie sehen, wo Sie jetzt auch meine Maus wahrscheinlich hin und her flitzen sehen. Das ist etwas, was ich Ihnen jetzt zeige, das ist nur, damit Sie verfolgen können, wie Sie sowas tun. Und zwar gibt es diesen, also Sie sehen jetzt hier oben Freigabe bei mir, das ist also ein Freigabepot und Sie, diese einzelnen Pots, die Sie öffnen oder verwenden möchten, finden Sie auch hier oben im Menü. Hier oben ist das Menü Pot. Und da können Sie einfach Freigabe klicken und auf neue Freigabe hinzufügen, falls noch kein Pod besteht. Bei mir gibt es jetzt schon diesen Freigabepod und Sie sehen hier in der Mitte meinen Bildschirm freigeben. Wenn ich auf dieses kleine Dreieck hier klicke, dann sehe ich, kriege ich ein kleines weiteres Menü und Sie kriegen auch die Option Dokument freigeben. Und wenn ich da drauf klicke, dann können Sie den Arbeitsplatz, Ihren eigenen Arbeitsplatz durchsuchen
und bekomme dann hier, das ist jetzt zufällig die, die PowerPoint auch von heute, das ist sozusagen mein, das, was ich vorhin auch in dem anderen Raum hochgeladen habe, und wenn ich das jetzt markiere und auf Öffnen klicke, dann sehen Sie, wie sich das Bild ändert und die PowerPoint wird hochgeladen. Manchmal gibt es hier ein paar Probleme bei der Konvertierung, insbesondere bei dem PPTX. Wenn es da Schwierigkeiten gibt, dann einfach die PowerPoint unter PPT speichern und dann kommt Adobe Connect in der Regel besser damit klar. Aber vorhin hat die Konvertierung funktioniert und ich denke, dass die auch jetzt funktionieren wird. Es dauert ein bisschen, weil das doch eine relativ umfangreiche PowerPoint ist. Aber Sie sehen auch den Balken, wie der sich verändert. So, und jetzt sehen Sie in Adobe Connect die gleiche Präsentation, die auch in dem Raum ist, in den ich jetzt wieder zurückkehre. So, genau. So, das war ein kurzer Exkurs, um Ihnen zu zeigen, wie man diesen Freigabepot aktiviert. Und dann haben Sie, also Sie sehen das Gleiche sozusagen hier, dieser Pot ist auch ein Freigabepot. Und wenn man etwas hochlädt, dann wird der Pot automatisch auch nach der Datei benannt. Also Sie haben ja gerade gesehen, die Datei heißt 12.04.16, Adobe Connect Einstieg PPTX, und der Freigabepot wird gleich so benannt nach dem Dateititel. Und so können Sie verschiedene, Sie können PowerPoints hochladen, Sie können PDFs hochladen und verschiedene Dinge dann eben hochladen und verwenden in Ihrem Webinar. Genau, das ist dann natürlich das, was da nochmal wichtig ist. Sie sind ja jetzt alle Moderatorinnen und ich degradiere Sie gleich nochmal zu Teilnehmern, weil in diesem Szenario Nachholen eines Präsenztermins möchten Sie vielleicht nicht unbedingt, dass alle Studierenden auch die Moderatorenrechte haben, und weil man, Sie können nämlich zum Beispiel jetzt auch hier diese Freigabe beenden, Sie können mir den, also man kann schon einige Dinge tun und den und sozusagen die das Webinar schon ein bisschen durcheinander bringen und also wenn mit der Rolle Moderator, und wenn Sie sehr neugierige Studierende haben, dann ist das oft nicht gut, die auch gerne was ausprobieren, wenn man die in die Rolle der Moderatoren versetzt. Aber Sie möchten vielleicht trotzdem, dass die Teilnehmenden mit Video und mit Audio arbeiten können. Und das können Sie auch, das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion hier in diesem Adobe Connect, dass Sie auch Teilnehmenden das zur Verfügung stellen können. Und zwar, wenn Sie, das zeige ich Ihnen auch nochmal in dem anderen Raum, ich gehe da nochmal rein in die Freigabe, wo wir gerade waren. Ich gebe Ihnen nochmal meinen Bildschirm frei, dann können Sie wieder den Raum sehen, den ich gerade gezeigt habe. Und zwar gibt es an zwei Stellen, also das Audio, wir sind noch nicht so auf das Menü eingegangen, aber in dem Menü Audio haben Sie hier angekreuzt Mikrofonberechtigung für Teilnehmer. Das ist eine Grundeinstellung des Raumes. Und wenn das markiert ist, dann haben die Teilnehmer sofort dieses Icon hier oben. Das hatten Sie, als Sie angefangen haben, nicht. Sie hatten hier kein Mikrofonzeichen und Sie hatten auch kein Kamerazeichen, weil ich in dem anderen Raum diese Option nicht aktiviert hatte. Ist die aktiviert, können alle Teilnehmer ihr Mikrofon selbstständig aktivieren und auch die Kamera aktivieren. Genau, das ist sozusagen die Einstellung für das Mikrofon. Und die gleiche Einstellung muss man ja auch für die Kamera machen. Wenn Sie mit Video mit allen Teilnehmern arbeiten möchten, dann können Sie hier in diesem kleinen Menü die Webcam für Teilnehmer aktivieren. Und wenn das hier markiert ist, dann haben die Teilnehmer von vornherein dieses Mikrofon, dieses Kamerasymbol und können selbstständig ihre Webcam aktivieren. Das sind zwei ganz wichtige Funktionen, wenn Sie mit verschiedenen Rollen arbeiten möchten. Aber die Teilnehmer sollen auf alle Fälle die Mikrofon- und die Webcam-Option haben. Genau. Die Alternative ist, wenn Sie in einer Arbeitsgruppe sind, dann machen Sie alle Teilnehmer zu Moderatoren und dann hat man automatisch diese Funktion.
Und das kann ich Ihnen jetzt auch gleich noch zeigen, auch für diese Moderatoren, auch wenn Sie mit einer Arbeitsgruppe regelmäßig arbeiten, dann ist es ganz gut, wenn Sie in diesem Raum, also Sie haben einmal einen Raum angelegt und dieser Raum, den können Sie immer wieder benutzen, der wird auch nicht verändert. Ne, das bleibt bestehen, Arbeitsergebnisse bleiben bestehen. Wenn Sie sie nicht löschen, Sie können sie löschen, aber wenn Sie sie nicht löschen in diesem Raum, bleibt der unverändert bestehen und man kann immer wieder an dem Punkt, wo man aufgehört hat, auch weitermachen. Und wenn Sie in diesem Raum einfach, da gibt es die Möglichkeit hier über Meetings, gibt es die Möglichkeit Zugang und Eintritt verwalten und da können Sie die Teilnehmer automatisch zu Moderatoren ernennen. Das heißt, wenn die Teilnehmer hineingehen in diesen Raum, sind sie nicht in der Teilnehmer auf Teilnehmerebene, sondern sind sofort auf Moderatorenebene und haben dann auch erweiterte Rechte. Das sind so zwei ganz wichtige Funktionen in Adobe Connect mit diesen Rollen, mit den Moderatoren und den Teilnehmern. Man kann ganz, ganz viele zusätzliche Rechte noch definieren und auch für die Teilnehmer Zeichenrechte, was weiß ich für Rechte. Aber das würde den Rahmen heute sprengen. Das sind erstmal die wichtigsten Dinge, die Sie sich merken sollten. Also das ist einmal Audio, Mikrofonberechtigung für Teilnehmer und das gleiche für Video, Webcam für Teilnehmer aktivieren. Genau, so das wollte ich Ihnen zeigen. Jetzt gehe ich wieder zurück in meine Präsentation. Genau, das ist die Präsentation, kann ich Ihnen auch gerne weiterleiten. Auch hier nochmal mit so einer kleinen Anweisung, wie kann ich denn den Freigabepot, ne, mit, wenn Sie eine PowerPoint verwenden möchten, wie kann ich das aktivieren? Das ist dann so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und jetzt kommen wir, die zwei stimmt nicht, zweitens, wie komme ich zu einem Adobe Connect Raum, aber jetzt haben wir erstmal die Szenarien oder so die Beispielszenarien abgearbeitet. Gibt es dazu Fragen? Sie können entweder, also dann geben Sie mir bitte Rückmeldung über das kleine Männchen. Wenn wir einfach weitergehen können, dann sagen Sie Stimme zu und wenn Sie noch eine Frage haben, dann sagen Sie Stimme nicht zu, also das kleine rote Kreuz. Einfach mal. Okay. So, Sie sehen jetzt auch in der Teilnehmerliste, sehen Sie alle, was die einzelnen Teilnehmer geantwortet haben. Also ich habe jetzt hier vier Pfeile, vier Häkchen und genau, und fünf Häkchen jetzt, genau, und weiß jetzt, ich kann weitergehen. Okay, gut, dann kann ich jetzt auch die Start hier wieder löschen. Und ist wieder auf Null gesetzt. So, dann gehen wir weiter. Das ist ja der nächste Punkt. Jetzt haben Sie, wissen Sie, wie Sie in Adobe Connect so die wichtigsten Einstellungen machen können. Und wie kommen Sie jetzt zu einem Adobe Connect Raum? Und einmal habe ich einen Raum eingerichtet, wo jetzt auch hier dieser Link steht, wo Sie jederzeit rein können. Da ist die Funktion Teilnehmer gleich zu Moderatoren ernennen, aktiviert. Das heißt, wenn Sie da reingehen, haben Sie gleich die Moderatorenrechte. Dann stehen wir natürlich, also es sind jetzt einige hier von der HWK, ich unterstütze Sie natürlich dabei, auch wenn Sie einen eigenen Raum haben möchten, aber irgendwie das noch nicht genau wissen, wie, dann kommen Sie einfach vorbei und wir machen das gemeinsam und ich stelle Ihnen einen Raum zur Verfügung. Das ist gar kein Thema. Dann haben wir aber auch an der HWK das Glück, dass wir das wir verwenden StudIP und innerhalb von StudIP gibt es ein Plugin Meetings, heißt das. Das heißt, in jeder Veranstaltung, die in StudIP ist, kann man Adobe Connect verwenden über dieses Plugin Meetings. Das zeige ich Ihnen gleich, wie man das da hinkommt. Und das ist dann etwas, was dann für StudIP-Veranstaltungen sind. Ne, wenn Sie zum Beispiel, wenn eine Präsenzveranstaltung ausgefallen ist, dann können Sie einfach sagen, dann stand jetzt ein Link zu versenden, ne, an die einzelnen Teilnehmer, können alle Teilnehmer direkt aus StudIP in diesen Adobe Connect Raum dann auch gehen. Und das am unabhängigsten sind Sie, wenn Sie direkt, also wir nutzen dieser Adobe Connect Raum, den wir haben, wird zur Verfügung gestellt vom DFN, das ist das Deutsche Forschungsnetz. Und alle Mitgliedshochschulen und alle Lehrenden an diesen Mitgliedshochschulen haben die Möglichkeit, einen eigenständigen Account zu bekommen und selbstständig Webinarräume anzulegen, zu verwalten etc. Das ist dann die höchste Form der Selbstständigkeit. Das können Sie jederzeit auch gerne beantragen. Da komme ich auch gleich noch zu. Genau, also erstmal noch zu Meetings. Wie mache ich das? Also
kurz einfach nur melden in die Kamera. Wer kennt Studi P? Diese Ansicht? Genau. Okay, es sind drei. Frau Kirchberg nicht. Okay, haben Sie Studi P zur... Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. Haben Sie Studi P zur Verfügung? Auch nicht. Gut. Dann ist das jetzt, ist das ein Teil, der Sie jetzt nicht so interessiert. Ich möchte es trotzdem für die anderen kurz zeigen. Und zwar gibt es in jeder Veranstaltung, haben Sie die Möglichkeit, diesen Reiter Meetings zu aktivieren. Das zeige ich Ihnen jetzt auch gleich live in einer, ich gehe jetzt nochmal in die Freigabe und sage, meinen Bildschirm freigegeben und ich möchte hier StudiP Ihnen zeigen. So, Sie müssten jetzt sehen Sie live mein StudiP. Und Sie sehen auch das, was ich Ihnen gerade als Screenshot gezeigt habe. Hier oben ist der Meetings-Reiter aktiviert. Und wenn Sie wenn der bei Ihnen nicht ist, das ist in der Regel so, standardmäßig ist der nicht drin, dann können Sie über die Mehrseite, haben Sie hier eine Menge von Plugins, die Sie noch zusätzlich aktivieren können. Und da gibt es hier in der Mitte die Meetings. Wenn ich hier diese Meetings anklicke und auf An-Ausschalten klicke, also der Haken muss gesetzt sein, dann ist dieser Kartenreiter aktiv. Und hier können Sie ganz einfach einen Namen vergeben, Test, Webinar, geben einen Namen ein, sagen Meeting erstellen. Sie sehen, jetzt ist hier oben, ich habe hier jetzt das dritte Meeting in diesem Raum angelegt. Das ist jetzt nicht wirklich sinnvoll. Man sollte eigentlich nur mit einem Meeting arbeiten. Und Sie sehen, jetzt ist der Raum angelegt. Ich kann ihn freigeben. Sie müssen rechts hier an der Seite auf Freigeben klicken. Und dann können alle Teilnehmer aus dieser Veranstaltung können über einen einfachen Klick, das ist wie dieser Raum, wie dieser Klick auf den Link, mit dem Sie auch heute reingekommen sind, kommt. Das mache ich jetzt nicht, weil ich ja schon in verschiedenen Adobe Connect Webinaren bin. Aber dann kommen alle in diesen Adobe Connect Raum und es ist ganz einfach zu finden. Genau. So, das war ein kurzer Exkurs zu StudiP. Und so, das ist für alle, die StudiP einsetzen und die Installation, also wie gesagt, an der HWK haben wir Meetings installiert. Das ist nicht überall, nicht an allen Hochschulen, die StudiP einsetzen, haben diese Möglichkeit. Aber für uns ist es tatsächlich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit und sehr einfach, Adobe Connect in die Breite auch zu bringen. Genau, dann gibt es noch den DFN-Zugang. Das ist hier die Homepage von dem DFN. Da habe ich ja schon gesagt, das ist die höchste Form. Also Sie können StudiP nutzen, um Adobe Connect anzulegen. Sie können oder Sie geben, Sie melden sich beim DFN an. Was ist da der Vorteil, wenn Sie jetzt beim DFN sich anmelden? Sie können Raum anlegen und Sie können auch selbst einen Link definieren. Also dieser Link, den Sie geklickt haben, der ist ja auch sprechend, der heißt, also dieses Webconf VC DFN ist immer Standard und dann kommt ein Slash und ich, dieses Webinar, wo wir jetzt alle drin sind, heißt eKult-Webinar. Und da können Sie eben selbst sprechende Links für sich definieren, damit Sie Ihre Räume auch gut wiedererkennen und auch die Teilnehmenden auch gut finden. Genau, Sie können... wenn Sie viele Webinare machen, bietet es noch einen Vorteil, dass Sie Materialien hochladen können. Das heißt, Dateien, die Sie immer wieder verwenden in verschiedenen Webinaren, können Sie dann zentral hochladen und aus diesem Raum in jedes Webinar wieder integrieren. Und wenn Sie das gerne möchten, erstmal unterstützen wir Sie natürlich auch wieder dabei. Es reicht eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse anmeldung@vcdfn.de. Und dann wird Ihnen, wenn Sie eine Hochschuladresse haben, also für die HWK ist es gar kein Problem, man muss einfach die Hochschuladresse angeben und dann wird einem der Zugang eingerichtet. Es wird für alle
Lehrenden der Zugang eingerichtet, die an einer Mitgliedshochschule sind. Die meisten Hochschulen sind Mitglied im DFN. Es gibt einige, die es nicht haben, aber da müsste man dann im Einzelfall gucken, ob sie die Möglichkeit haben, das zu beantragen oder nicht, wenn sie von anderen Hochschulen sind. Ja, das ist also der Zugang zum Adobe Connect. Das ist dann das, was noch fehlt. Und jetzt haben Sie sozusagen, jetzt sind wir aber in dem Stadium, Sie wissen, wie Sie Adobe Connect einrichten. Sie haben den Adobe Connect Raum, wollen anfangen und dann gibt es Probleme mit Audio und Video. Und das ist zum Beispiel auch das, was wir vorhin hatten mit Frau Pinkowski. Das ist ja, da hat es hat sie aber prima gelöst, auch ganz selbstständig, wieder rausgegangen, wieder reingegangen. Das sind so Dinge, da gebe ich jetzt noch ein paar Tipps und Tricks dazu und das ist dann auch der letzte Punkt in dem heutigen Webinar. Ganz wichtig ist, wenn Sie Adobe Connect starten, dass Sie, bevor Sie Adobe Connect öffnen, schon alle Ihre Hardware angeschlossen haben. Also Headset schon einstöpseln, Mikrofon einschließen und dann erst Adobe Connect öffnen. Wenn Sie erst Adobe Connect öffnen und dann das Mikrofon anschließen, dann findet oft Adobe Connect das nicht mehr. Na, dann weiß, ist die Verbindung nicht sicher. Und das kann man eben verhindern, wenn man das vor dem Starten von Adobe Connect alles einstöpselt. Und auch, wenn Sie mit mehreren Kommunikationssystemen arbeiten, wie mit Skype, dass Skype auf alle Fälle geschlossen ist. Die anderen Kommunikationssysteme müssen geschlossen sein, denn sonst gibt es manchmal einen Konflikt, welches System nimmt jetzt welche Kamera oder welches Headset und dann behindern die sich gegenseitig. Also das ist wichtig. Gut ist es auch, wenn man Adobe Connect per LAN und nicht per WLAN nutzt, ist es einfach sicherer. Dann, das hat mir auch schon das eigene Mikrofon bei Nichtgebrauch stummstellen. Es ist einfach eine bessere Tonqualität und ein Headset zu verwenden. Gut, was machen Sie, wenn der Teilnehmer nichts hört, wie vorhin? Dann ist erstmal wichtig zu prüfen, ist hier dieses Zeichen, das Lautsprecherzeichen grün? Das ist das Erste. Das Zweite ist, gucken Sie rechts unten in die Ecke. Rechts unten in der blauen Leiste haben Sie ein Lautsprechersymbol. Also ich würde sagen, in einigen Fällen ist es tatsächlich so, dass einfach der Ton ausgeschaltet ist. Und dann hört man natürlich nichts. Und manchmal vergisst man das zu prüfen, wenn man da nichts hört. Man denkt, es muss irgendein anderes Problem sein, aber es ist dann doch manchmal tatsächlich nur, dass der Lautsprecher durchgestrichen ist unten rechts und den kann man dann wieder aktivieren. Entweder direkt draufklicken, dann kriegen Sie diese Abbildung, die hier links ist. Oder wenn Sie, und dann können Sie auch als weitere Option auch noch über Rechtsklick auf diesen Lautsprecher. Und dann, auch wenn Sie dann Wiedergabegeräte wählen, dann können Sie gucken, welches das Standard-Wiedergabegerät ist. Das ist bei dem, es wäre schön, wenn das hier oben auch irgendwie in Adobe Connect versteckt wäre, ne, welches Wiedergabegerät gerade aktiv ist. Aber da muss man tatsächlich in die Systemeinstellung von Windows gehen, um zu prüfen, welches Wiedergabegerät ist denn tatsächlich aktiv. Genau, dann, wenn das alles nichts hilft, auch, das hatte wahrscheinlich auch Frau Pinkowski gemacht, auch Adobe Connect einfach nochmal schließen und was auch gut ist, den Browser insgesamt nochmal zu schließen. Also Browser zumachen, Adobe Connect und dann den gesamten Browser zumachen, denn sonst ist manchmal noch etwas im Cache, was auch die Aktivierung verhindert. Und wenn das alles nichts gefruchtet hat, dann können Sie auch ruhig mal einen Browser wechseln. Einfach probieren Sie es aus. Wenn Sie vorher Internet Explorer haben, versuchen Sie den Zugang über Firefox oder über Chrome oder über andere Dinge. Manchmal hat es sich ein bisschen aufgehängt und hatten wir auch schon, dass wir dann ganz kurzfristig dann doch auf Chrome gewechselt sind, weil es da in dieser Umgebung an dem Tag einfach besser funktioniert hat. Genau, und last but not least auch neu starten. Wenn das alles nichts funktioniert, dann einfach nochmal neu starten. Dann das Problem, dass der Teilnehmer nicht gehört wird. Also wenn Sie ein Mikrofon anhaben und Sie möchten sprechen, aber es ist kein Ausschlag neben Ihrem Namen zu sehen und auch übrigens oben an dem Mikrofon, auch an dem grünen Zeichen, also ist auch ein Ausschlag zu sehen, wenn Sie sprechen. Das heißt, Ihr Mikrofon funktioniert irgendwie nicht. Dann können Sie zum einen über den kleinen Pfeil gucken, ob das richtige Mikrofon ausgewählt ist. Also wenn Sie hier oben rechts neben dem Mikrofon auf diesen kleinen Pfeil klicken, dann haben Sie die auch Ihre Mikrofone, können Sie Mikrofone auswählen und da einfach mal prüfen, ist das richtige Mikrofon ausgewählt. Das ist die erste Option. Das
kann man auch, wenn Sie einfach mal rechtsklicken auf diese Folie, dann haben Sie da auch die Möglichkeit, auf Einstellungen zu wählen. Okay, ich kann es jetzt nicht machen, weil sonst ist mein Ton weg. Und da können Sie eben auch das Mikrofon auswählen und da auch nochmal gucken. Manchmal ist es tatsächlich so, dass in dem einen Teil es anders eingestellt ist als in dem anderen Teil und auch dann kann es Konflikte geben. Die dritte Option ist, wie auch bei dem anderen, Adobe Connect im Browser schließen und neu öffnen, den Browser wechseln oder neu starten. Das sind immer so die Standard-Dinge, die man durchlaufen kann, wenn man eine Arbeitsgruppensitzung hat und irgendwas funktioniert nicht. Und manchmal muss man auch einfach sagen, dann geht es eben heute nicht. Also manchmal ist es schwierig, in der Regel funktioniert es, aber es gibt immer mal wieder Tage, wo man denkt, meine Güte, warum geht es denn jetzt nicht? Also von daher, es ist einfach Technik, die manchmal ganz häufig begeistert, aber manchmal eben auch nicht. Gut, so, damit bin ich am Ende.